Jeder von uns wird eines Tages mit den Herausforderungen des Lebensendes konfrontiert. In diesen Zeiten nicht alleine zu sein, ist für viele ein wichtiges Bedürfnis. Das Hospiz der Diakonissenanstalt Emmaus in Niesky ist ein Ort von vielen, der nicht nur physische Beschwerden lindert, sondern auch seelische Unterstützung und Trost spendet. Für Patienten, aber auch für die Angehörigen. Bei einem Rundgang durchs Hospiz hat uns der Leiter der Pflege, Daniel Pluter, die Arbeit mit den Patienten erklärt und was es braucht, um als Pfleger in einem Hospiz zu arbeiten. Ja, mit dem Hospizgedanken, mit der gewissen Haltung, meine ich, dass man eine gewisse soziale Kompetenz mitbringen soll, eine gewisse Empathie, auch eine gewisse Resilienz, damit meine ich eine psychische Widerstandskraft. Wie geht man mit schwierigen Situationen um? Was kann ich tun? Oder was habe ich für Handwerkszeug, um aus schwierigen Situationen, ich sag mal so, das Beste draus zu machen, die beste Kraft zu schöpfen? Es findet hier eine Bezugspflege statt. Das bedeutet, wenn die Pflegefachkräfte mehrere Dienste hintereinander arbeiten, dass sie da nur an einem oder zwei Hospizgästen arbeiten. Das hat einfach den Vorteil, dass sie Veränderungen schneller wahrnehmen können, beziehungsweise sich die Hospizgäste, man muss sich ja auch vorstellen, dass es ja zum größten Teil ihre letzte Station, ihr letztes Zuhause, dass sich die Hospizgäste dann auch auf die Pflegekraft, ich sag mal, ein bisschen darauf einstellen und auch Vertrauen gewinnen, weil das Vertrauen ist auch ein ganz großes Wort. Man muss hier, ich sage jetzt mal so, als Hospizgast auch Vertrauen zu den Pflegekräften haben. Wie ich schon gesagt habe, es ist am Lebensende. Uns ist nicht Menschliches fremd und das muss einfach rübergebracht werden. Pluter ist es wichtig klarzustellen, dass das Hospiz in Niesky ein Ort der Pflege und Unterstützung ist und eng mit Ärzten der Region zusammenarbeitet. Das Ziel ist es, Schwerstkranke und Sterbende zu begleiten, Trauernde zu trösten und Helfer zu ermutigen. Wir arbeiten ja hier mit Leuten zusammen, mit schwerstkranken Leuten, mit schwerstkranken Gästen, die ja auch zeitweise den Wunsch äußern, lebensverkürzenden Maßnahmen, ob wir die mit ihnen teilen, ob wir die durchführen können. Dazu möchte ich Stellung beziehen. Wir distanzieren uns von aktiver Sterbehilfe. Unsere fachkundige Pflege, die wir den Gästen anbieten, erfolgt nach ärztlicher Anordnung und nach fachkundigem Wissen. Aber ihr erfolgt keine assistierter Suizid oder keine aktive Sterbehilfe. Das stationäre Hospiz Niesky bietet 12 Plätze für Patienten und wurde am 15. November 2019 eröffnet. Seitdem hat sich auch manches an den Räumlichkeiten verändert. So wurden in der Vergangenheit verschiedene Künstler angefragt, um leere Wände im Hospiz zu füllen. Lausitzwelle berichtete darüber in der vergangenen Woche. Die Leiterin des Hospiz, Friederike Salewski, gab uns einen Einblick in den Raum der Stille. Das ist der Raum der Stille hier im Hospiz. Den hat der Künstler Helge Warme entworfen, ein freischaffender Künstler aus dem Bereich Havelland, der auch hier in der Region verschiedene andere Objekte schon gestaltet hat. Und hier hat er die Idee verwirklicht, dass man, wenn man diesen Raum betritt, das Gefühl hat, man tritt in einen lichtdurchfluteten Wald. Der Raum wirkt ganz ruhig, ganz klar, einladend und bietet Rückzugsmöglichkeit, ohne diese Abgeschiedenheit einer Höhle darzustellen. Also es ist immer Verbindung nach außen da, es ist immer Licht da, es ist immer auch, sind Geräusche da, wir hören aus der Küche die Geräusche und trotzdem habe ich die Möglichkeit, mich hierher zurückzuziehen. Die Möbel im Raum der Stille sind minimalistisch gehalten und mit ganz klaren, einfachen Formen versehen. Die Türen zum Zimmer sind allen Patienten stets offen und so bietet man hier immer die Gelegenheit, einen Rückzugsort zu finden. Auch wird einmal die Woche eine kleine Andacht für die Hospizgäste und die Mitarbeitenden gehalten.
Neben der Gestaltung des Raumes gibt es ein paar wenige weitere Kunstwerke. So beispielsweise die Glastür mit Filmstreifenrelief oder die große Abbildung eines Kreuzes. Herr Warmer hat das in Holz ausgeführt und ganz, ganz aufwendig in der Farbgestaltung, auch wenn man das gar nicht vermutet. Aber wenn man genau hinsieht, sieht man einen ganz detaillierten Farbverlauf, der von diesem Magenta-Rot oder Magenta-Lila bis in die Mitte hinein zum ganz strahlenden Weiß verläuft. Für die Hospizleiterin hat der Raum einen ganz besonderen Platz in ihrem Herzen und eine einzigartige Bedeutung. Ich liebe diesen Raum sehr und erzähle auch gerne über den Raum. Und wenn wir mit Schülergruppen oder Kindern, Jugendlichen hier in dem Raum sind, fange ich gerne die Hospizführungen hier auch an und frage erstmal die Kinder, Jugendlichen, wie erlebt ihr diesen Raum? Was seht ihr? Wie spürt ihr das? Und dann kommt ganz oft all die Assoziationen, die ich jetzt gerade erzählt habe, kommen von der Gruppe selber. Der Raum spricht sehr für sich und das merkt man eben einfach auch an. Durch Zuwendung und Aufmerksamkeit wird dem Sterbenden und deren Angehörigen im Hospiz in Niesky Wertschätzung entgegengebracht. Sich dem sicheren Lebensende zu widmen, sich der Stille zu stellen, daraus kann man hier in Frieden Kraft schöpfen.